очень тесно связана как раз с этим детским университетом, преимущественно посредством личности великого немецкого филолога Христиана Готлоба Гейне. Вот, но за последние 200 лет эта связь несколько перестала быть такой живой и активной, поэтому мы особенно рады приветствовать наших коллег из, так сказать, генетически дружественной нам академической структуры. Первый доклад – это доклад доктора Бальвины Беблер. Она как раз в городе Гларус, в Швейцарии, много занималась классической археологией. Прошла курс обучения в Венском и Нюрнбергском университетах. Защитила диссертацию на тему «Усердные фракийцы и сильные скифы. Негреческое население Афин классического периода и их археологическое наследие». В качестве эксперта по археологической хронологии и по глобальным культурам является почетным членом Honorary Fellow Эксетерского университета. Работал в Гамбургском и Ганноверском университетах, а также в университете Гёттингена. Автор множества статей в наиболее авторитетном современном справочнике по области психологии в Лерно и Пауле. Наша переводчица Елизавета Александровна Щербакова. Пожалуйста. Also ich möchte zuerst Professor Alexei Solopov ganz herzlich für die Einladung mich bedanken. Ich war 1985 zum ersten Mal in Moskau und habe natürlich die Lomonossow-Universität von Weitem gesehen, aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich hier jemals einen Vortrag halten dürfte. Also herzlichen Dank. Wenn wir uns mit den Skythen befassen, stehen wir vor der großen Herausforderung einer schriftlosen Kultur. Wir müssen einerseits die materielle Kultur der Skythen interpretieren und andererseits sind wir bezüglich der Schriftquellen auf die Schilderungen von Nicht-Skythen angewiesen. Für klassische Altertumswissenschaftler ist der skythische Logos in Herodots viertem Buch daher der zentrale Text. Ich möchte mich heute einem der noch unerklärten Rätsel in Herodots viertem Buch widmen. Es handelt sich um die in Kapitel 108 beschriebene antike Stadt Gelonos. Beziehungsweise die beeindruckenden Überreste bei dem modernen Ort Bielsk in der südlichen Ukraine. Die mit der von Herodot beschriebenen Stadt identifiziert wurden. Werfen wir daher zunächst einen Blick auf Herodots Text und dann auf die Ausgrabung. Dann werde ich versuchen zu zeigen, inwieweit Herodots Informationen von den archäologischen Überresten bestätigt oder widerlegt werden. Archäologische Funde bestätigen oder widerlegen die Berichte von Herodot.
Sie haben den Text hier auf dem Handout. Also ich weiß nicht, ob Sie es übersetzen. Ja, ich habe übersetzt. Ah, okay. Das ist also der erste griechische Text. Die Budinen sind ein großes und zahlreiches Volk. Und haben Sie es gleich russisch? Dann lesen Sie gleich russisch vor. Ich brauche gar Каждая страна городской стены длиной в 30 стадий. Городская стена высокая и вся деревянная. Из дерева построены также дома и святилища. Ибо там есть святилища эллинских богов со статуями, алтарями и храмовыми зданиями из дерева, сооруженными по эллинскому образцу. Каждые 3 года будины справляют празднество в честь Диониса и приходят в Бакхическое исступление. Жители Гелона издревле были эллинами. После изгнания из торговых поселений они осели среди будинов. Говорят они частью на скифском языке, а частично на эллинском. Однако у будинов другой язык, чем у гелонов. Образ жизни их так живой. Wenn dieser faszinierende kleine Text auch sehr viel Informationen liefert, wirft er beinahe noch mehr Fragen auf. Der Herodot-Kommentar von Hau und Wells von 1912, also Sie haben das alle auf der Bibliografie, nennt die Stadt Gelonos one of the unsolved puzzles in Herodotus. Und fügt hinzu, it is difficult to believe in semi-barbarian Greeks so far from the sea. In seinem Kommentar von 1993 betont Aldo Corcella, Aldo Corcella ist auch hier auf dem italienischen Kommentar, dass es keine archäologische Hinweise auf eine Präsenz von Griechen in diesem Teil der skythischen Welt gibt. Am ausführlichsten ist der russische Kommentar von Dovatur, Kalistov und Shishova von 1982. Dort finden Sie wirklich sämtliche Meinungen, die je zu Stadt Gelonos geäußert wurden. Die Lokalisierung der Budinen wird von Herodot in Kapitel 21 des 4. Buches beschrieben. Wenn man den Fluss Danais, den heutigen Don, überschreitet, gelangt man zu den Sauromaten, die nach Norden hin auf einer Strecke von 15 Tagesreisen ein völlig kahles und baumloses Land bewohnen. Которые занимают полосу земли к северу на 15 дней пути, где нет, где земля полностью голая и нет никаких деревьев. Und über diesen, das heißt im Norden der Sauromaten, wohnen die Budinen. За ними, то есть к северу от Сауроматов, обитают Будины. Damit befindet man sich in der Mitte der heutigen Ukraine. Also Sie haben hier so eine kleine Karte mit der Lokalisierung. Also wir nehmen in der Regel an, dass Herodot seine Informationen in der griechischen Kolonie Olbia bekommen hat. Also wir befinden uns jetzt in einem Teil der skythischen Welt, den er wohl nicht selbst besucht hat. Und es ist auch oft schwierig, die einzelnen skythischen Stämme zu identifizieren, also auch archäologisch zu identifizieren. Da ihre Überreste ähnlich oder gleich aussehen. Ну, поскольку их культуры выглядят одинаково.
Es gibt nun aber eine sehr beeindruckende Anlage in der von Herodot angegebenen Gegend, die... Das ist Nummer 18 auf Ihrem Plan. Ja, das ist ja genau hier oben. Ja, 18. Ja. Also sie wird nach dem heutigen Ort Belsk genannt, aber... Aber Sie können auf diesem Plan hier... Also, ja, das ist dann das heutige... Ja. Ja, und Sie können sehen, dass das Dorf nur ein kleiner Punkt inmitten dieser riesigen Ausgrabung ist. Belsk liegt am rechten Ufer des Flusses Vorskla. Die nächstgrößere Stadt ist Poltava. Also, wie mir sofort auffällt, es ist wirklich sehr weit entfernt von der Küste des Schwarzen Meeres und den dortigen griechischen Kolonien. Und es handelt sich um eine riesige Burgwallanlage, also interessanterweise verwendet man in deutschen Publikationen meist das Wort Garadische. Also, wir haben kein deutsches Wort dafür, für sowas. Огромных размеров городища. Интересным образом в зарубежной литературе тоже используется термин городище. In Form eines unregelmäßigen Dreiecks. Он имеет форму неправильного треугольника. Auf einem Plateau. Который расположен на возвышенности. Dessen Steilhänge im Osten bis zu 60 Meter Höhe erreichen. Обрыв его на востоке достигает 60 метров. Nach Westen fällt dieses Plateau deutlich ab und wird durch mehrere Schluchten gegliedert, in die in denen noch heute Wasserquellen festzustellen sind. Die ganze Anlage umfasst 4000 Hektar. Und ist von einem 33 Kilometer langen System von Erdwällen umgeben. Und es gibt wirklich nirgendwo eine Anlage, die so riesig und so komplex ist. Und Bielsk liegt auf der Grenze zwischen der Steppe im Süden und der Waldsteppe im Norden. Und außerhalb des Walles im Westen liegt eine riesige skythische Nekropole. Es ist heute leider sehr stark von Grabräubern zerstört. Die Anlage enthält ferner drei Festungen. Die Ostfestung umfasst 65 Hektar. Und ist von einem Erdwall von 3870 Meter Länge umgeben. Der Graben davor ist noch 3,5 Meter tief. Und bis zu 24 Meter breit. Die Westfestung war sogar noch größer. Ihre Fläche bedeckt 72 Hektar. Die dritte Festung, die ist nach dem Dorf Kuseminau benannt, sieht man hier, und ist sehr, sehr klein. Ja,
Die archäologischen Funde belegen, dass die Ostfestung spätestens in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts vor Christus errichtet wurde. Und nur kurze Zeit später erfolgte die Anlage der Westfestung. Und erst vielleicht im 5. oder 4. Jahrhundert wurde diese kleine Festung von Cusamino angefügt. Sie diente vielleicht dazu, den Hafen der Anlage zu schützen. Sie liegt am Ufer des Flusses Vorskla und es wurde so ein Hort von Amphoren gefunden. Die Konstruktion der Wallanlagen wurde mit erstaunlichem Arbeitsaufwand ausgeführt. Eine dünne Schicht aus Asche zeigt, dass der ganze Platz sorgfältig gesäubert wurde, bevor mit dem Bau begonnen wurde. Und entlang der Außenkante des Walls liegt ein kleiner Graben. Er enthielt die unteren Enden von Pfosten, die die hölzerne Außenwand des Walles bildeten. Und auf der Spitze des Walls konnte man noch die Reste einer horizontalen Holzkonstruktion feststellen. Also Sie haben hier die Rekonstruktion der Ausgräber, diese Holzbefestigung. Ja. Diese gesamte Holzverkleidung war weiß verputzt. Offensichtlich strebten die Erbauer auch nach einem beeindruckenden optischen Effekt. Also man denkt wirklich gleich an Herodots Bezeichnung Stadt aus Holz, Civile Polis. Man hat inzwischen 9 Stellen auf dem Plateau, also innerhalb des Walls, ausgegraben, die dicht besiedelt waren. На плато всего были раскопаны 9 мест, где, скорее всего, были поселения. Und die Wohnbauten waren teilweise oberhalb der Erde, teilweise auch in die Erde eingetieft. In den 1980er Jahren wurde ein bemerkenswertes Gebäude ausgegraben. 1980er ungefähr. Dessen Front bildete eine Säulenreihe, eine Art Stoa. Und im Innern fand man in einem Raum eine Tonplatte für Brandopfer. Und dort wurden auch zahlreiche kleine Tonstatuetten und tönerne Öllämpchen gefunden. Man schloss daraus, dass es ein kultisches Gebäude war, das durch diese Säulenreihe das Aussehen eines
einem griechischen Tempel ähnlich war. Also dieser Baustil wäre ganz einmalig in einer skythischen Umgebung. Hingegen ganz skythisch ist ein weiterer Fund, nämlich von zwei Schädelkalotten. Ja, also sie wurden bearbeitet, um als Trinkgefäße zu dienen. Also dazu haben sie wieder den Text auf Seite 1. Haben Sie das übersetzt? Ja, Sie können, was die Skythen mit den Schädeln ihrer Feinde machen, erzählt auch Herodot. Also wir, haben Sie die übersetzt? Ja, ja, dann können Sie das gleich übersetzen. Ведь только принесший голову врага получает свою долю добычи, а иначе нет. С головы снимают скальп и привязывают жизнечки. Das ist es, ja. Also, und wir haben dazu auch archäologische Zeugnisse. Also Sie haben hier zum Beispiel einen bronzenen Gürtelbeschlag aus dem Kaukasus. Das ist von Gürtelschnalle, oder? Und ich denke, also das Spektakulärste ist dieses Relief. Also ist hier im Puschkin-Museum, das kennen Sie wahrscheinlich besser als ich. Also das zeigt also einen Kampf wahrscheinlich zwischen Skythen. Und hier kann man deutlich also das Vorderteil eines Pferdes sehen, wo die Köpfe dranhängen. Also, jetzt sind zwei Köpfe aufgehängt. Also die Sitte, die war in der griechischen Welt ganz unbekannt, den getöteten Feinden Köpfe abzuschlagen. Und dann die Skalps an den Pferden aufzuhängen. Also sie wird von Diodor und Strabon auch den Kelten zugeschrieben. Also das war in römischer Zeit wahrscheinlich dann so ein typischer Barbaren-Topos geworden. Also dann zu der Weiterverarbeitung der Schädel nach dem Skalpieren. Da kommt der nächste Text von Herodot, 65.1. Was Sie, ja. Теперь мы рассмотрим следующий текст Геродота. С головами же врагов, но не всех, а только самых лютых, они поступают так. Сначала отпиливают черепа до брани и вычищают. Бедняк обтягивает череп только снаружи с ромяшкой вологой кожи, в таком виде пользуются и снаружи с ромяшкой кожи, а затем еще покрывают внутри позолотой и употребляют вместо чаши. Es gibt noch zwei weitere archäologische Funde von solchen Schädeln aus dem Altai-Gebirge. Und also diese beiden Stücke werden etwa um 1000 vor Christus datiert, also die aus dem Altai. Und wahrscheinlich, also auch diese Sitte, der Schädelbecher, war in der Antike, so wurde so ein Inbegriff typisch barbarischer Grausamkeit. Ja, also, und, собственно, сам этот обычай делать чаши из черепов
Ich denke, es muss sich so um eine Art magische Praktik handeln. Mit der der Sieger sich die Kräfte des getöteten Feindes aneignet. Selbst noch dem byzantinischen Kaiser Nikephoros I. widerfuhr im Jahr 811 dieses Schicksal. Nachdem ihm der Bulgarenherrscher, der Khan Krum, geschlagen und getötet hatte, ließ er den Schädel des byzantinischen Kaisers mit Silber überziehen und trank daraus auf seinen Sieg. Also Sie haben das hier auch illustriert. Also es ist aus einem Manuskript des 14. Jahrhunderts. Ja. Ja, Sie sehen hier, der Diener bringt den Schädel mit. Es gibt aber noch eine andere, kann man sagen, Variante des Umgangs mit menschlichen Schädeln. Herodot schreibt sie den Issedonen zu. Also das wäre dann dieser Text hier. Also, ja, ja, auch das ist der letzte griechische. 26. Mir scheint diese Textstelle sehr interessant, weil es Hinweis auf diese Praxis eben auch in Bielsk gibt. Also sowohl in der Ost- wie in der Westfestung wurden umfangreiche Opferplätze gefunden. Und es gab unter den Tierknochen auch menschliche Überreste, also von Schädeln und Menschenknochen. Also ich frage mich, ob man eben aus diesen Funden nicht auch auf dieses kultische Verspeisen der Toten schließen könnte. Also wie eben, also auch die beiden Schädel wurden ja in der Ostfestung gefunden, wo diese Opfer auch waren. Also unabhängig davon, wie man diese Funde genau interpretiert, ich denke, sie liefern einen soliden Hinweis darauf, dass die von Herodot geschilderten skythischen Bräuche ein Fundamentum in re, also reale Grund hatten. Wenden wir uns noch einigen weiteren wichtigen Funden zu. Also, ich mache jetzt mit so diesen Funden. Also Sie haben hier eine Übersicht über die weiteren Funde. Also ist auf diesen. Also wir haben Waffen oder Waffenteile aus Bronze und Eisen. Oder
из Bronze gewesen. Und wir, es gab auch große Aschehügel, wo Schlacken von Bronze und Eisen gefunden wurden. Das heißt, es wurde auch diese Dinge an Ort und Stelle produziert. Sie haben hier auch so eine Gussform für Pfeilspitzen, eine Bronze-Gussform. Ja. Und es gab auch verschiedenfarbige Glasperlen für Schmuck. Und so, ja, polierte und durchbohrte Schneckenhäuschen. Und das war wohl Schmuck, Schmuck für Menschen, aber auch für Pferde, wie man es hier sieht, für Pferdegeschirkt. Also, und es gab eine sehr große Menge an importierter griechischer Keramik. Das sieht sie da oben. Also verzierte Trinkgefäße und Amphoren für Wein. Also diese Anlage wird wirklich systematisch ausgegraben, erst seit 1956. Велись в этой местности только с 1956 года. Und zwar von Professor Boris Schramko von der Universität von Kharkov. Да, и именно раскопки имел профессор Борис Шрамко из Харьковского университета. Und hat Bielsk mit Gelonos, also als Herodot, identifiziert. Именно он идентифицировал городище с Геродотовским Гелоном. Und für ihn ist diese Identifikation völlig gesichert. Also Sie sehen auch auf der Literaturliste seine Publikation, er schreibt schon Gorod Gelon. Also, und in der westlichen Literatur ist man in der Regel sehr viel skeptischer. Aber der schon erwähnte Herodot-Kommentar von Dovatur. Zitiert auch mehrere russische Publikationen, die Schramkos These ablehnen. Ich denke, wir können wahrscheinlich wirklich nicht beweisen, also dass es diese Identifikation ist. Der am schwersten wiegende Einwand scheint mir, dass es keine Hinweise auf eine an diesem Ort ansässige griechische Bevölkerung gibt. Also es gibt zum Beispiel keine griechischen Grabstelen oder Dekrete. Also es gibt keine Spur von griechischer Schrift zum Beispiel. Und auch keinen Hinweis auf griechische Bestattungssitten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diese riesigen hölzernen Wallanlagen. Also was sehr gut zu Herodots Beschreibung passen würde. Also offensichtlich war Holz auch das Material, das am meisten verwendet wurde. Очевидно, в Бирске
основным материалом. Vielleicht müssen wir also auch die Möglichkeit in Betracht ziehen. Поэтому нам нужно принимать во внимание даже ту возможность. Dass die Artefakte, wie zum Beispiel Inschriften, aus diesem vergänglichen Material gemacht wurden. Vielleicht waren aber auch Griechen, die mitten im skythischen Hinterland lebten. Zu Herodots Zeiten schon weitgehend skythisiert. Umgekehrt war jedenfalls die skythische Bevölkerung schon in gewissem Maße hellenisiert. Also sie hatten offensichtlich Gefallen am Weingenuss aus griechischen Gefäßen gefunden. Ich denke, auch wenn man diese Anlage nicht sicher mit einem antiken Namen benennen kann, bleibt sie sehr erstaunlich. Für antike Maßstäbe liegt sie am Ende der Welt. Aber sie war offenbar Zentrum von intensivem Handel. Also offensichtlich kamen griechische Händler mit ziemlich großer Auswahl von Gütern hierher. Vielleicht blieben einige von ihnen länger dort. Das könnte Herodots Aussage erklären, dass die Bewohner teils griechisch und teils skythisch sprechen. Ich denke, das wichtigste Gut, das die Skythen umgekehrt den Griechen im Tausch anboten, war Getreide. Also das bestätigt auch, dass Herodots Angabe von Ackerbausküten richtig waren. Von den Griechen in Gelonos sagt Herodot, sie seien aus ihren ehemaligen Handelsplätzen vertrieben worden. Hier wünschte man sich natürlich sehr, der Historiker hätte genauere Angaben zu Herkunft und Umständen dieser Emigration gemacht. Es ist gut denkbar, dass im Zuge von internen sozialen und politischen Spannungen die unterlegene Partei oder Familie die Kolonie, die griechische Kolonie verließ. Und auf der Suche nach neuen Lebensmöglichkeiten noch einen Schritt weiter ging, nämlich tief ins Landesinnere hinein. Erstaunlich ist jedenfalls, dass diese riesige Anlage von Belsk schon existierte. Als die griechischen Kolonien noch ganz unbedeutende, kleine und unbefestigte Siedlungen waren. Das bedeutet aber auch, dass die Skythen den Bau von soliden Häusern und Befestigungen nicht von den Griechen übernommen haben. Das bedeutet, dass die Skythen
практику строить большие укрепленные дома не у греков. Die deutsche Archäologin Renate Rolle glaubt, dass skythische Wallanlagen Weiterentwicklungen vorderasiatischer Siedlungen und Städte sind. Deren Bekanntschaft die Skythen während ihrer Feldzüge im 7. und 6. Jahrhundert machten. Also diese einmalige Anlage von Belsk wird natürlich Gegenstand von Diskussionen bleiben. Eine so große und komplexe Struktur konnte nur unter einer Art von zentraler Leitung und Schutzmacht errichtet werden. Vielleicht haben wir es mit der Residenz eines skythischen Königs zu tun. Die Kurgane der Nekropole zeigen jedenfalls, dass skythischer Adel dort lebte. Ich möchte abschließend zu bedenken geben, ob wir vielleicht unsere Fragestellung ändern müssten. Zum einen versuchte man immer, Gelonos in der Geografie der heutigen Ukraine genau zu lokalisieren. Und zum anderen in der realen Ausgrabung von Belsk möglichst viele mit Herodot-Schilderung übereinstimmende Punkte zu finden. Aber es scheint mir fast aussichtslos, Herodots topografische Angaben in eine Karte zu übertragen. Wie viele Kilometer müssen wir zum Beispiel berechnen, wenn Herodot von einer Tagesreise spricht? Ja, ich meine, meint er einen Tag zu Fuß oder zu Pferde? Was den zweiten Punkt anbelangt, so vermute ich, dass wir nie einen Ort finden werden, der genau Herodots Gelonos entsprechen wird. Dadurch wird aber meines Erachtens Herodot nicht unglaubwürdig. Die Informationen, die der Historiker in Olbia bekommen konnte über eine Stadt tief im Landesinneren, stammten vielleicht nur aus zweiter oder dritter Hand. Und Kaufleute, also griechische Händler, die eine so weite und beschwerliche Reise unternommen hatten, neigten bestimmt dazu, auch etwas zu übertreiben. Wenn wir daher bedenken, was diese Anlage von Belsk alles vorzuweisen hat, also eine riesige hölzerne Wallanlage, griechische Importe von erheblichem Ausmaß, und Spuren von Schädelbecher und womöglich Totenverzehrkult.
Кроме того, остатки черепов, из которых делались кубки, и, скорее всего, следы культа, следы ритуального поедания мёртвых. So denke ich, dass diese Stadt vielleicht sogar mehrere Kapitel bei Herodot inspiriert hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich befürchte eben, es gibt noch viele russische Literatur, die mir entgangen ist. Ich habe vor gestern in St. Petersburg dieses Buch gekauft, noch nicht geöffnet, deshalb kann ich nicht sagen. Von wann ist das? Also, und welches Jahr? Bereits. Ach so, ja, ist noch nicht das. Ist auch in St. Petersburg erschienen und heißt also Griechische Stadt Geronos nach Herodot. Ganz schönes, großes Buch. Ja. Друзья, в 2013 году вышла большая книга под названием «Греческий город Герон и Тимператорс». Eine Frage. Gibt es auch andere so schönes jüdische, römische, auch hölzerne Städte hier irgendwo in der Umgebung? Oder das ist ganz unikal? Ich glaube, es ist ziemlich, es gibt ja noch diese Elisavetskoje und Kamenskoje Gradische, also es gibt mehrere, aber nichts so Großes. Ich glaube eben, darum hat man ihnen gesagt, das würde sehr gut passen, oder? Von der Вопрос был, есть еще что-то подобное, видимо, на территории Украины. Действительно, есть еще два городища, Елизаветское и Каменское городище, но они гораздо меньше того, чем мы имеем дело в Пресне. Und auch die Karte, und Sie haben auch gesagt, dass Ihnen und Geron leben irgendwo weiter nach Skypen, ja? Also nördlicher als Skypen. Eben, ich glaube, ja. So war ja. Das. Und dann erzählen Sie, dass die Griechen konnten hier handeln und kaufen skythische Korn. Ich denke, es muss ja irgendwas im Austausch gegeben. Ich kann es auch nicht genau erklären, aber ich denke, Geld spielt wohl keine so große Handlung. Also, dann, was hatten die? Unlogisch, ja, hier leben also die Griechen, hier Skythen, hier fast eine Waldzone, ja, wo die Ludinen. Und die Griechen kommen zu denen, um skythischen Korn zu kaufen. Oder Felle, Heu. Ich denke einfach, Sie mussten, was hatten Sie im Austausch anzubieten? Ich denke, das ist eine Frage. Судя по всему, торговля велась, то есть деньги, так,
понятно, что деньги в данном случае не используют 18 лет на то. И поэтому, очевидно, греки должны были предлагать что-нибудь взамен, и тут, конечно, странно, если речь шла о зерне, но, возможно, также кожу, шкуры, или тут еще подсказывают рабу. Es gibt ja noch im Polybios vierten Buch die Nachricht, dass die Skythen Sklaven verkauft haben. Kriegsgefangene. Aber wie gesagt, ich habe auch mehr Fragen als Antworten. Рассказали буквально очень кратко о культуре курганных захоронений. Что вы можете сказать о, в общем-то, сейчас тоже известной в археологии культуре бескурганных захоронений простых людей и о культуре захоронений преступников? Спасибо. Können Sie uns etwas über die also die reden Sie eigentlich ohne Kurgane, wie wurden die einfachen Leute oder beziehungsweise die Verbrecher? Ich weiß nicht, ob man da sehr viel Nachricht, ich denke, die wurden sehr einfach bestattet. Ich meine, die meisten Nachrichten haben wir aus diesen Beigaben von den reichen Gräbern eben. Находки наши ограничиваются как раз захоронениями знати богатых. Und wir wissen ja auch oft, dass einfache Leute oder auch Diener und Sklaven wurden mitbegraben oder ringsumher. Thank you.